Moin Moin und herzlich willkommen bei Pour le Plaisir. Heute machen wir ein leckeres Focaccia mit Tomate und Rosmarin, also bleibt dran. Wir brauchen dafür Mehl Typ 550, Olivenöl, ein gutes Olivenöl, ein paar Kirschtomaten, etwas Rosmarin, Wasser, Hefe und Salz. Das war's auch schon. Wir fangen an, wir lösen die Hefe in dem Wasser auf. Nehmt ihr ruhig kaltes Wasser, muss nicht warm sein. Im Schneebesen geht auch mit der Hand. So, alles schön durchrühren. Fertig. Dann geben wir Salz zu unserem Mehl. Vermischen das Ganze kurz mit der Hand, damit sich das auch gut verteilt. Jetzt geben wir unser Hefewasser dazu. Schaut, dass ihr auch die Hefe, die sich am Boden absetzt, mit reinbekommt. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dann kommt das Olivenöl dazu. So, das Ganze verrühren wir jetzt so lange, dass es gerade bindet. Mit einem Löffel. Ich habe hier so einen Gummispatel. Ganz praktische Sache. Wenn eine Knetmaschine hat, kann den Teig in der Knetmaschine machen. Ich mache ihn jetzt hier mit der Hand. Geht beides. So, wenn der Teig so weit vermischt ist, dass das ganze Mehl gebunden ist, dann decken wir ihn mit einem Tuch ab und lassen ihn erstmal 20 Minuten stehen, bevor dann die eigentliche Knetarbeit kommt. Das macht den Knetvorgang einfach ein bisschen einfacher. So, wie ihr sehen könnt, ist das Mehl fast komplett aufgenommen. Der Teig ist sehr weich, soll aber auch so sein. So, noch ein bisschen sauber machen. Abdecken und ab auf die Couch für 20 Minuten. So, nach 20 Minuten hat sich natürlich nicht viel getan. Jetzt geben wir den auf eine Arbeitsfläche. Nicht bemehlen hier die Arbeitsfläche. Das ist immer so der Instinkt, den man hat, überall Mehl drauf machen. Der Teig ist sehr weich, er klebt auch. Aber wie gesagt, das ist normal, das soll auch so sein. Man gewöhnt sich daran. Ich zeige euch jetzt hier eine spezielle Technik, wie ihr einen klebrigen Teig wie diesen auch verarbeiten könnt. Und zwar greift man an der Seite rein, schlägt ihn auf, zieht ihn und faltet ihn über. Das kommt gleich auch noch mal in langsam. Es ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Technik, aber diese Technik ist super für diese Art von Teigen, die sehr weich sind, weil ihr bekommt so nur durch diese Falt- und Knettechnik einen stabilen Teig hin. Ja, also schaut mal, hinschlagen und überschlagen, dehnen und rüber. Widersteht hier dem Bedürfnis, mehr Mehl draufzuschmeißen, weil je mehr Mehl ihr habt, umso trockener wird euer Brot nachher. So, hier nochmal von oben. Aufschlagen, ziehen und überschlagen. Aufschlagen, ziehen, überschlagen. Von der Seite reingreifen, wie mit einer Gabel, hochheben, langziehen und überfalten. Ich habe diese Knettechnik extra relativ lange gefilmt. Könnt ihr euch dann schön in Ruhe angucken. Es ist am Anfang wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, weil der Teig auch wirklich an den Fingern klebt. Und man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwas draus wird. Aber glaubt mir, es dauert ein paar Minuten und der Teig wird schön elastisch und wird auch immer weniger kleben. Da der Teig hier relativ viel Öl auch noch enthält, klebt er natürlich noch mal ein bisschen mehr. Was gut wäre, wenn ihr eine Teigkarte habt. Ich habe hier dummerweise meine verlegt bei diesem Video und benutze daher ein Messer, um die Arbeitsfläche sauber zu machen.
Oder wie hier ein Teigspatel. Geht notfalls auch. Aber eine Teigkarte ist für gerade so einen Teig eine schöne Sache. So, ihr merkt hier, der Teig wird tatsächlich immer weicher, je länger ich ihn knete. Aber keine Angst. Glaubt mir einfach, das wird besser. Ja, es dauert ein paar Minuten. Erst wird er weicher und ihr habt so das Gefühl, oh mein Gott, das kann ja nichts werden. Macht kein Mehl drauf. Das wird schon. So, nach ein paar Minuten sieht es dann richtig messy aus hier auf dem Tisch. Aber nichts verzagen. Einfach weitermachen. So, kurz die Hände gewaschen. Jetzt seht ihr, hier wäre jetzt die Teigkarte wieder gut. Mit dem Messer geht es notfalls auch. Der Teig hat jetzt, dadurch, dass durch Händewaschen ungefähr 10 Sekunden, 20 Sekunden kurz geruht. Und das ist manchmal das Einzige, was er braucht. Diese kurze Ruhepause und auf einmal ist dieser Teig sehr viel stabiler. Werdet ihr gleich sehen. Weil wenn ich jetzt weitermache mit dieser Knettechnik, geht es auf einmal schon viel besser. Dass man manchmal so eine ganz kurze Ruhe, ja, 10, 20 Sekunden einlegen, dann das reicht schon und auf einmal ist der Teig stabiler. Weil man hat das Gefühl, je länger man knetet, umso weicher wird er. Aber wenn man dann ganz kurze Pause einlegt, merkt man auf einmal den Unterschied. So, seht ihr jetzt hier, der Teig klebt schon deutlich weniger. Und die Oberfläche ist auch schon viel glatter. Das hat jetzt hier etwa 5 Minuten gedauert. Und jetzt sind wir auch schon fast so weit, dass wir den Teig zu einer Kugel formen können. Jetzt wird es sein, jetzt dürft ihr endlich ein bisschen Mehl nehmen. Ganz wenig oben drauf nur. So, jetzt versuchen wir den umzudrehen. Wenn man hier schnell arbeitet, dann klebt er auch weniger. So. Noch ein kleines bisschen Mehl. Und jetzt formen wir ihn zu einer Kugel. So ziehen wir ihn dafür nach außen und drücken ihn in die Mitte. Und jetzt hier, spätestens hier, werdet ihr merken, auf einmal wird der Teig richtig stabil. Er behält seine Form. Und ist jetzt auch gar nicht mehr klebrig. Er ist schön elastisch, er ist weich, so wie ein Teig sein soll. Diese Falttechnik, das kann man auch mehrmals wiederholen, zwischendrin kurz ruhen lassen, das gibt dem Teig nochmal deutlich mehr Stabilität. Und wie ihr sehen könnt, bekommt ihr so eine richtig schöne Brotkugel hin, die auch wirklich zusammenhält. Also jetzt sieht es schon eher aus wie ein Teig, oder nicht? So, jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen rund. So wandert der jetzt in eine Schüssel und den lasse ich dann erstmal für eine Stunde gehen. Kann ein bisschen mehr sein, auch in der Regel. Kommt immer auf die Temperaturen, die ihr in der Wohnung habt. Also man kann da nie eine genaue Zeit angeben. Das sind immer Richtwerte. Der Teig sollte sich in etwa verdoppeln. Das heißt, im Winter wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. So, die Schüssel habe ich leicht eingemehlt. Postet mir gerne eure Erfahrungen, die ihr hattet mit dem Teig, wie es bei euch geklappt hat, interessiert mich immer. So, ich habe jetzt hier alle 20 Minuten ein Foto gemacht, so sieht das dann aus. Dann könnt ihr auch schon mal eure Kirschtomaten halbieren. Das Schöne ist, während der Teig geht. Ja, Brot machen ist ja eigentlich nicht viel Arbeit. Während der geht, könnt ihr ein Buch lesen, könnt einen Film schauen, könnt spazieren gehen. Ist ja keine verschenkte Zeit. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Rosmarin. Ich mache mir hier so ein bisschen die Spitzen ab. Dass ihr immer ein paar Nadeln in einem Stück habt, finde ich schöner, als wenn man nur so einzelne Nadeln drüber streut.
Nach einer Stunde sieht der Teig so aus. Wunderschön aufgegangen, er ist sehr schön elastisch und weich. So soll es auch sein. Jetzt nehme ich hier ein Backblech, ordentlich Olivenöl drauf. Das verteile ich jetzt mit einem Tuch oder könnt ihr auch mit der Hand machen, was euch lieber ist. Ich nehme hier gerne so ein Küchenpapier einfach. Verteilt das Öl schön großzügig, damit der Teig nachher auch nicht klebt. So, jetzt geben wir den Teig auf das Blech. Er ist jetzt wunderschön elastisch, leicht und locker geworden. So wie es sein soll. Er klebt auch nicht sehr. Perfekt eigentlich. Verteilen wir jetzt hier schön, schön flach drücken. Nicht zu viel ziehen und dehnen, sondern ja, hauptsächlich einfach platt drücken. Muss auch nicht das ganze Blech ausfüllen. So ein Zentimeter dick etwa. Dann decken wir ihn nochmal ab mit einem Tuch. Halbe Stunde. Könnt ihr euer Buch weiterlesen. Und nach einer halben Stunde sieht er dann so aus. Jetzt drücken wir hier in unregelmäßigen Abständen einfach ein paar Löcher rein. Und dann kommen unsere Kirschtomaten drauf. Die quetsche ich immer so ein kleines bisschen an, bevor ich die reinmache, damit A, der Saft ein bisschen rausläuft und B, die ein bisschen weicher werden. Und so wird meine Focaccia nachher einfach saftiger. Der Tomatensaft läuft da ein bisschen rein. Das verbindet sich einfach viel besser. Schön verteilen gleichmäßig. Den Ofen, den heize ich gerade schon vor auf 250 Grad. Wenn das Ciabatta dann reinkommt, drehe ich ihn auf 220 runter. Nachdem jetzt die Tomaten und der Rosmarin da verteilt ist, lasse ich das Ganze nochmal abgedeckt eine halbe Stunde ruhen und dann wandert die Focaccia in den Ofen. So, weitere halbe Stunde ist rum. Der Ofen ist heiß. Ich drehe ihn jetzt auf 220 Grad runter. Dann geht das Focaccia oder die Focaccia für 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Die war jetzt hier 25 Minuten im Ofen. Duftet super lecker nach Rosmarin, nach Olivenöl, nach den Tomaten. Perfekt geworden. So, jetzt kommt zum Abschluss nochmal ein gutes Olivenöl drüber. Macht das, solange die Focaccia noch warm ist, weil dann wird es besser aufgesaugt und aufgenommen. Das Ganze verteile ich kurz mit einem Pinsel. Und fertig ist die Focaccia zum Genießen. Zum Abkühlen lasse ich sie kurz auf einem Gitterrost liegen, damit die nicht von unten wieder weich wird. Und dann lasst es euch schmecken. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich umso mehr, wenn ihr das tut. Viele Rezepte werden auf jeden Fall noch folgen. Über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Rezeptanregungen und was euch sonst auf dem Herzen liegt. Schaut auch gerne mal auf meinen anderen Kanälen vorbei, Facebook, Pinterest. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch beim nächsten Video wieder hier bei mir seht. So, wie ihr sehen könnt, sieht auch von innen super aus, das Brot. Ist wunderschön leicht geworden, sehr fluffig, eine wunderschöne Porung, ist saftig. Was will man mehr? Ich habe es direkt danach zum Grillen genossen. Also, bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.